In der wissenschaftlichen und akademischen Welt wurde der Darwinismus längst akzeptiert. Doch warum beschäftigen wir uns noch weiter damit? Natürliche Selektion ist ein realer Prozess, erklärt aber in vielerlei Hinsicht die Entstehung größerer Arten nicht ausreichend. Auch wenn man akzeptiert, dass die ganze Tierwelt durch natürliche Selektion entstanden ist, ist, wie wir in den letzten zwei Videos gesehen haben, die Frage nach der Entstehung des Menschen nicht ausreichend geklärt. Wir fügen noch einige Fakten hinzu. Zu Darwins Zeiten hatte man kaum detaillierte Informationen über die Struktur einer menschlichen Zelle. Ab 1950 fand man immer genauer heraus, was für eine faszinierende Maschinerie der menschliche Körper ist. Wie bewegen sich eigentlich Bakterien durch die umgebende Flüssigkeit? Dies geschieht durch sogenannte Bakteriengeißel, die erst bei 50.000-facher Vergrößerung sichtbar werden. Diese Bakteriengeißel dient wie ein Elektromotor und wird manchmal als die effizienteste Maschine im Universum bezeichnet. Bis zu 100.000 Umdrehungen pro Minute macht sie, enthält Sender und Empfänger, hat einen Vorwärts- und Rückwärtsgang, ist wassergekühlt, hat Protonenantrieb, hat einen Rotor und Stator, ein U-Gelenk, eine Antriebswelle, einen Propeller, die genau wie diese Maschinenteile funktionieren. Seit der Entdeckung dieser unfassbaren Funktionalität versucht man die Existenz eines solchen Rotationsmotors durch natürliche Auslese zu erklären. Rund 40 verschiedene Proteinbestandteile sind für die Funktionalität dieser Maschine nötig. Wenn eine dieser Bestandteile fehlen würde, hätte nichts funktioniert. Dann sind wir beim Problem. Wie kann dieses Phänomen schrittweise durch Evolution entstanden sein, wenn es erst dann funktioniert, sobald alle Teile an der richtigen Stelle vorhanden sind? Professor Dr. Werner Gitt erklärt in seinem Vortrag „Der Mensch, Produkt des Zufalls oder geniale Konstruktion“, wieso der Evolutionsgedanke in vielen Aspekten sehr naiv ist. In unserem Blut gibt es 25 Billionen, also 25.000 Milliarden Blutkörperchen, die den Sauerstoff an viele Stellen des Körpers bringen und CO2 zur Lunge zum Ausstoß. Das sogenannte Hämoglobinmolekül in den Blutkörperchen besteht aus Aminosäuren, welche mit ihrer Länge und Reihenfolge eindeutig an den Sauerstoffbedarf angepasst ist. Jedoch sind während der Embryonalentwicklung andere Sauerstoffbedarfe notwendig. Nach dem dritten Monat wird ein anderes Hämoglobinmolekül mit einer anderen chemischen Formel produziert. Es wird also die gesamte Produktion an den neuen Sauerstoffbedarf angepasst. Dies geht weiter bis kurz vor der Geburt. Dann wird das Erwachsenenhämoglobin gebraucht, welches wieder mit dem Sauerstoffgehalt der Luft und dem Bedarf zurechtkommen muss. Ist diese Funktionalität auch nur im kleinsten fehlerhaft, würden wir nicht leben. Der Gedanke, dass dies durch Mutation und Selektion zustande gekommen ist, ist problematisch, da von Anfang an alles richtig klappen muss, damit wir existieren. Alexander Oparin versucht in den 20er und 30er Jahren die Frage zu beantworten, die auch Darwin immer beschäftigt hatte: wie eine primitive Zelle von alleine durch chemische Verbindungen entstanden sein könnte. Oparin versuchte das Leben durch diese sogenannte chemische Evolution zu erklären. Wie konnte Leben aus einfachen chemischen Verbindungen entstehen? Darwin in Frage zu stellen und Intelligent Design zu erwähnen, ist für viele unwissenschaftlich. Was machen wir aber mit der Tatsache, dass wir überall in den Bausteinen des Lebens auf Information stoßen? Viele Wissenschaftler werden, wie zum Beispiel im Fall Richard Sternberg, der einen Beitrag von Stephen Meyer veröffentlichte, einer der führenden Köpfe der Intelligent Design Bewegung, werden, sobald sie dieser Theorie ein wenig Glaubwürdigkeit schenken, verbannt und verlieren ihre Jobs. Dr. Caroline Crocker verlor ihren Job an der George Mason Universität,
weil sie im Zellbiologieunterricht Intelligent Design erwähnt hatte. Man kann in der Neurochirurgie nichts dazulernen, wenn man annimmt, dass die Gehirnteile, an denen wir arbeiten, zufällig entstanden sind, sagt der Neurochirurg Michael Agnor. In einem Aufsatz für Highschool-Schüler schrieb er, dass Ärzte nicht die Evolution studieren sollten, um gute Mediziner zu sein. Daraufhin wurde er in vielen Blogs beschimpft und es wurde sogar gefordert, ihn in Ruhestand zu schicken. Im Film Expelled – Intelligenz streng verboten von Ben Stein gab es noch weitere Wissenschaftler, die ihren Namen nicht preisgeben wollten. Einer von ihnen sagte, dass die Intelligent Design Perspektive in der Forschung genutzt, doch in der Öffentlichkeit nicht darüber geredet wird. Der Darwinismus kann nicht mathematisch bewiesen werden. Das verstehen die meisten Menschen nicht. Doch Wissenschaft ist in seinen vielen verschiedenen Richtungen eine Art, die Welt zu verstehen. Die Wissenschaft, die wir treiben, könnte ganz anders aussehen. Inwieweit wir richtig liegen mit den Theorien, weiß man nicht. Die Hauptsache ist, es hilft den Menschen, bringt sie weiter und erfüllt das Bedürfnis, alles zu verstehen. Viele Theorien werden irgendwann aus einer ganz anderen Perspektive beobachtet. Bevor die Gravitationskraft entdeckt wurde, wussten die Menschen nicht, wieso Objekte immer nach unten fallen. Sie erklärten sich das damit, dass es eine bestimmte Richtung gibt, wohin die Objekte fallen. Doch als man die Gravitationskraft entdeckte, wusste man, dass es an dem Objekt liegt, auf dem wir uns befinden, und zwar der Erde, und solch große Objekte eine spürbare Anziehungskraft haben. Einstein entdeckte dann irgendwann, dass Masse im Grunde eine Krümmung des Raumes ist, wodurch die Planeten um die Sonne kreisen. Die nächste Folge ist das Staffelfinale. Dort werden wir uns mit einer Größe beschäftigen, die unsere Welt erst zu einer Welt gemacht hat. Die Information.